Der Kraftort St. Kathrein beim Wörthersee hat viele Besonderheiten zu bieten. Eine davon ist diese Futterwiese. Bekanntlich sind Rehe Feinschmecker und der modernen Landwirtschaft wegen finden sie kaum mehr eine abwechslungsreiche Esung, also Futter. Diese Aussaat ist gedacht für den Herbst und besonders für den Winter, wo sich die Rehe ihre Nahrung unter dem Schnee freischarren. Besonders ist nicht nur diese Futterwiese, sondern auch die ungewöhnliche Symbiose zwischen der Jagdgemeinschaft Schiefling und dem Grundeigentümer, eines militanten Tierschützers, der schon vor 25 Jahren tausende Tiere aus Tierfabriken befreite und auch Jagden störte. Dass dieses Projekt überhaupt möglich wurde, liegt wohl daran, dass die Jägerschaft Schieflings den tierschützenden Grundeigentümer mit ihrer Hegeverpflichtung und mit ihrer Verantwortung für den Schutz des Wildes überzeugen konnte. Dieser ungewöhnliche Zusammenschluss völlig divergierender Sichtweisen kommt nicht nur den Rehen zugute, sondern könnte auch als gutes Beispiel für ein friedliches Zusammenleben unterschiedlichster Konzepte dienen. Bis bald im Kraftort St. Kathrein.